Medialität, Spiritualität, Mut, Empower Yourself, lebendige Spiritualität. All diese Themen, um die geht es jetzt ganz sicher mit einer wunderbaren Person, mit der ich schon mal ein schönes Interview führen durfte, mit Baha Yılmaz. Herzlich willkommen, ich grüße dich. Dankeschön, ich freue mich, hallo. Ich freue mich auch sehr und das Ganze geschieht natürlich auf Mystica TV. Ja, das ist ein ganz offenes Gespräch mit einer wunderbaren Person, Baha Yılmaz. Meine erste Frage, ich spreche wahrscheinlich deinen Namen noch völlig falsch aus. Wie spricht sich dein Name richtig aus? Also es ist richtig türkisch ausgesprochen, wäre es Baharsh. Baharsh. Yılmaz. Yılmaz. Schön. Ist, ja, viel schöner. Ja, es Baharsh. Ist aber schon schwierig. Yılmaz. Also vor allem für Menschen, die im deutschsprachigen Raum aufgewachsen sind. Also die meisten sagen einfach Baha zu mir. Ist für mich völlig okay. Okay, Baharsh. Ich übe. Schön. Sehr ja, gut, wird ja. Schon. Ich freue mich, dass du wieder hier bist. Wir haben beide spontan entschlossen, einfach noch mal ein schönes Interview zu machen. Haben auch genau. Beide plötzlich an dieselbe Sache gedacht. Genau. Das ist genau. Ganz lustig. Genau. Und ja, man muss dich quasi nicht mehr vorstellen. Du hast ein breites Spektrum an Tätigkeiten. Mhm. Jetzt seit einiger Zeit auch mit deinem Partner Jeff zusammen. Ihr macht auch gemeinsam Seminare. Du bist Medium, du bist Autorin, Yoga-Lehrerin, machst vieles mehr. Jetzt, und du bist, ihr seid wirklich sehr erfolgreich, aber im positiven Sinne. Also ich finde es auch wunderbar, was ihr alles macht. Was hat sich denn für dich so in den letzten vielleicht ein, zwei Jahren erweitert und geändert? Wie arbeitest du heute vielleicht im Vergleich von vor zwei oder vor fünf Jahren? Also was ich irgendwann festgestellt habe, und das war lustigerweise wirklich vor ungefähr zwei Jahren, dass ich mich viel zu sehr mit der geistigen Welt beschäftigt habe und viel zu wenig eigentlich mit dem, was hier passiert. Ja. Ich hatte mich viel zu sehr mit Jenseitskontakten beschäftigt, viel zu sehr mit Heilung aus der geistigen Welt, viel zu sehr mit dem höheren Selbst, aber viel zu wenig mit den Menschen. Und da gingen mir wirklich die Augen auf, weil ich habe gemerkt, dass die Menschen heute andere Techniken, andere Wege suchen, um sich selber auch vor allem zu helfen. Und ich habe immer mehr Menschen angezogen, für die war es nicht genug, ihnen zu sagen, wir machen jetzt ein Trance-Healing und die geistige Welt wird jetzt diesen Heilprozess initiieren. Für die war das nicht genug. Und es ging auch darum, dass ich gespürt habe, ich möchte die Menschen wirklich in die Verantwortung für ihre Heilung bringen. Ich möchte sie wirklich in diese Kraft bringen, dass sie für sich etwas bewirken können. Und so haben sich die Themen vertieft, die Themen haben sich verändert. Und ich glaube, für mich ist heute das Wichtigste, dass ich diese verschiedenen Aspekte verbinde und so einen perfekten Mix mache, den man auf alle Themen anpassen kann. Denn du siehst es ja auch selber und wir kriegen es alle mit. Wir leben in einer Zeit, die wahrscheinlich die komplexeste und schwierigste ist in der Menschheitsgeschichte. Auch wahrscheinlich mit die spannendste, aber es ist halt... Ja, es gibt keine verbindlichen Werte mehr. Die Menschen sind hilflos, sind überfordert an 100.000 Informationen. Das Bedürfnis nach mehr innerer Stille ist zum Beispiel da, aber auch nach Klarheit. Absolut richtig. Und ich denke, diese Zeit ist vor allem auch im energetischen Sinne sehr, sehr wichtig. Denn jeder Mensch, der jetzt inkarniert ist, hat sich für diese Zeit entschlossen. Ja. Er wollte genau jetzt inkarnieren, weil er wusste, dass er jetzt das meiste lernen kann. Als Seele, als Geistwesen. Also meine Damen und Herren, Sie sind nicht zufällig hier, Sie wollten es so. Absolut richtig. Und ich habe immer wieder in der spirituellen Szene das mitbekommen, dass Menschen die Verantwortung abgeben wollen. So einer der Standardsätze ist zum Beispiel, ja, in meinem früheren Leben war ich dies und das und deswegen kann ich das heute jetzt nicht machen. Oder in meinem früheren Leben war ich arm und deswegen bin ich es jetzt immer noch. Und jetzt muss ich dieses Karma auflösen. Stories über Stories. Oder es soll so sein, die geistige Welt hat mich dahin geführt, ich gebe mich dem hin. Eine gewisse Wahrheit steckt ja drin, ja, sich dem Lebensfluss wirklich hinzugeben, aber das beinhaltet ja auch selbst etwas zu tun, wenn der Impuls da ist und diesen Impuls wahrzunehmen, den Mut zu haben, dem zu folgen. Darum geht's vielleicht. Absolut richtig. Und was die meisten auch vergessen ist, dass wir ja alle geistige Wesen sind. Sind wir eh schon.
Ja, und das können wir. Wir können geistige Wesen sein. Wir wissen, wie es ist, in der reinen, puren Liebe zu sein. Wir wissen, wie es ist, in der absoluten Stille zu sein. Das sind Dinge, die wir kennen. Aber wir haben uns entschieden, hier zu inkarnieren, weil wir herausfinden wollen, was wir nicht sind. Mhm. Das, was wir noch nicht können, ist hier unten dieses Paradies zu erschaffen. Absolut. Yes, wie geht es? Was gibt es da zu tun? Ja. Absolut. Und in den letzten 2 Jahren habe ich da verschiedene Strategien entwickelt, verschiedene Methoden auch entwickelt, wie ich wirklich jedem Menschen gezielt weiterhelfen kann. Und das weißt du vielleicht auch, mittlerweile gebe ich keine privaten Sitzungen mehr. Das heißt, das Einzige, was ich mache, ist, dass ich Workshops gebe, Seminare gebe, wo ich den Menschen diese Techniken weitergeben kann. Und mir geht es vor allem auch darum, dass die Menschen diese Techniken lernen, sie zu ihren eigenen Techniken machen und dann weitergeben. Denn ich habe gemerkt, dass ich gar nicht so viel bewirken kann, wie ich will. Ich habe nur 24 Stunden am Tag. Ich bin nur ein einzelner Mensch und meine Ressourcen sind begrenzt. Völlig verständlich. Bei dem Repertoire, was du auch gemacht hast und machst, klar, man muss... Genau. Was sind die eigentlichen Und heute geht es mir wirklich darum, jedem das Gefühl zu geben, du kannst was verändern. Du kannst für dich und für andere etwas verändern. Denn viele Menschen denken, ja, was habe ich denn zu geben? Bin ich denn überhaupt wichtig? Bewirke ich denn überhaupt irgendetwas? Und ich weiß, dass jeder einzelne Mensch zählt und dass wir als Team eine enorme Welle in Gang setzen können. Dass wir enorm viel verändern können. Aber es gehört wirklich dazu, dass jeder diesen Mut entwickelt, zu sich selber zu stehen, zur eigenen Wahrheit zu stehen. Und häufig ist natürlich auch diese Barriere da, dass sich Menschen denken, ich habe so viele Probleme, ich hab so viel noch zu erledigen, ich bin noch so unvollkommen, ich muss erst mal an mir arbeiten und dann kann ich irgendwann. Also die Komplexität ist eigentlich auch im Verstand wahrscheinlich gegeben, man macht sich selber schwer, man will ja auch alles erreichen und ist abgelenkt und ja. Genau. Aber was ist da so der Weg? Du hast ein paar Tools entwickelt, magst du mal ein Beispiel erzählen? Ja, sehr gerne. Also bei einem Tool geht es wirklich darum zu erkennen, dass der Mensch nicht das Problem ist, sondern dass der Mensch Muster, Glaubensüberzeugungen, Verhaltensmuster, Probleme hat, aber dass der Mensch nicht das Problem ist. Und wenn man das wirklich erkennt, dann können sich automatisch ganz viele Dinge auflösen. Weil häufig ist es so, wir erleben Dinge und wir denken, dass wir so und so ticken, dass wir so und so sind und dass wir das nicht ändern können. Ja, ich habe dieses Muster, ich bin selber schuld, ich habe das geschafft und jetzt gehört es zu mir. Genau, zum Beispiel, ich bin immer so aggressiv, ich werde immer so wütend und ich bin das. Aber das ist eine Lüge in meinen Augen. Der Mensch kreiert diese Muster. Und wenn man erkennt, dass man selber nicht das Problem ist, sondern einfach nur Probleme hat, dann wird es nämlich viel einfacher. Es ist sehr, sehr schwierig, einen Menschen zu verändern. Aber ein Problem oder ein Muster zu verändern, ist sehr, sehr einfach. Und viele Menschen denken auch in der spirituellen Szene, ja, ein Transformationsprozess oder eine Veränderung benötigt Zeit. Benötigt viele Jahre und man muss viel an sich üben, man muss viel trainieren. Ich muss halt alles transformieren, die ganzen Muster erst erkennen, aufarbeiten, Vergangenheit, Gründe suchen. Genau. Ich erlebe es heute in meiner Arbeit komplett anders. Es geht wirklich darum, sich für etwas zu entscheiden und zum Beispiel zu sagen, ich möchte so auf diese Art und Weise nicht mehr leben. Eine ganz bewusste, kraftvolle Entscheidung kann schon ein Riesenportal öffnen, wo sich Veränderungen festsetzen können, wo Dinge passieren können, an die man vielleicht gar nicht gedacht hat. Und es ist wirklich ein Gefängnis, ein Glaubensgefängnis, wenn man denkt, hey, ich muss eigentlich noch jahrelang an mir arbeiten, bis ich dieses Problem aufgelöst habe. Denn wir wissen, dass sich explosive, dass sich sehr schnelle Veränderungen erzielen lassen, wenn man sich einfach dafür öffnet und sich entscheidet. Und sagt, so möchte ich nicht mehr leben. Viele wollen sich aber nicht entscheiden, denn eine Entscheidung birgt in sich auch die Verantwortung. Das heißt, wenn ich mich wirklich entschieden habe, dann geht es darum, auch nach dieser Entscheidung zu handeln und zu leben. Es braucht Mut. Warum hat man den nicht? Oder haben manche den nicht, sag ich mal so? Ich glaube, unsere größte Angst ist die Angst vor Ablehnung. Ist die Angst, dass wir... Dass ich nicht mehr geliebt werde, wenn ich einen ungewöhnlichen Weg gehe. Oder wenn ich mal Nein sage. Ja. Ich glaube, das Nein sagen ist wahrscheinlich oft noch wichtiger als das Ja sagen. Genau. Und das ist wirklich eine Urangst, die wir haben. Wenn ich nicht mehr dazugehöre, wenn ich an meinem Arbeitsplatz von meinen Kollegen ausgelacht werde, wenn meine Familie mich verstößt, wenn meine Ehe zu Brüche geht, weil ich jetzt meine eigene Wahrheit spreche. Diese Ängste vor Ablehnung sind eine
ganz, ganz starke blockierende Macht in den Leben vieler Menschen. Und ich bin jetzt nicht die Person, die sagt, ihr macht es falsch, ihr habt Angst. Wenn ich jetzt über diese Angst spreche, dann weiß ich ganz genau, was diese Angst angerichtet hat, auch in meinem Leben. Ja, wollte ich gerade fragen. Du bist ja auch einen unglaublich ungewöhnlichen Weg gegangen, schon in jungen Jahren und bist in einer Familie aufgewachsen, die das ja auch wahrscheinlich nicht so selbstverständlich genommen hat. Meine Familie war eigentlich das geringere Problem, sage ich jetzt mal. Weil es ist wirklich so, ich war sehr, sehr außergewöhnlich. Und meine Großmutter, Großmutter, die mich aufgezogen hat, die hat immer gesagt, mein Kind, du bist zwar sehr, sehr anders, aber genau das ist das Geschenk, was du für diese Familie mitgebracht hast. Ja. Und damit bin ich aufgewachsen. Aber als ich dann in den Kindergarten und in die Schule kam, wurde das Ganze für mich extrem intensiv. Denn ich hatte zwei Probleme. Das erste Problem war, dass ich unter den türkischen Kindern, weil ich bin ja auch ein türkisches Kind, dass ich unter den türkischen Kindern nicht akzeptiert wurde, weil ich ja Dinge sah, die sie nicht sahen. Ich habe mit Wesen gesprochen, die sie nicht gesehen haben. Das heißt, für sie war ich ein Mysterium und sie wollten mit mir nicht spielen. Dann war das zweite Problem, dass die deutschen Kinder oder die Kinder von anderen kulturellen Hintergründen auch nicht mit mir spielen wollten. Denn ich war dunkel, man hat es mir angesehen, dass ich einfach ein türkischstämmiges Kind bin. Das heißt, da hatte ich auch niemanden. Und so habe ich diese Ablehnungen sehr, sehr früh schon in meinem Leben erlebt. Das heißt, es war nicht genug, dass ich einfach anders war aufgrund meines kulturellen Hintergrunds. Ich war auch noch anders, weil ich einfach aufgrund der Fähigkeiten, die ich mit ins Leben genommen habe, sehr, sehr anders war. Hat dir dann vielleicht sogar der Kontakt zur geistigen Welt ein bisschen geholfen, nicht vollends allein zu sein? Definitiv, definitiv. Ich denke, das hätte ich sonst so nicht überlebt. So erklärt sich auch vieles. Dadurch entstand ja auch dein Talent und aus einer Sehnsucht, aber auch, weil es gewollt war. Ja. Und auf was ich jetzt hinaus möchte, ist, dass eben in diesen frühen Jahren bereits in mir eine Wunde entstanden ist. Dass diese Wunde, nicht geliebt und nicht akzeptiert zu werden. Und ich konnte auch gar nichts tun. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, beziehungsweise meine Mama erzählt es heute noch, dass ich zu meiner Mom bin und gesagt habe, Mama, bitte kauf mir blaue Kontaktlinsen und eine blonde Perücke. Ja. Also ich habe wirklich versucht, dazuzugehören. Und irgendwann habe ich verstanden, ich kann nichts tun, um dazuzugehören. Und bis ungefähr, ich würde mal sagen, 2022 war, hatte ich wirklich mit dieser Ablehnung sehr, sehr zu kämpfen. Ich habe wirklich versucht, diese Liebe und Anerkennung von Menschen zu bekommen. Und dann hatte ich eine Erkenntnis. Und die Erkenntnis war, dass ich eingesehen habe, dass ich nichts tun kann, damit mich Menschen lieben und akzeptieren. Mhm. Also auch wenn ich vielleicht normal gewesen wäre. Es gibt immer wieder Gründe, wieso Menschen dich ablehnen oder verurteilen. Das war das eine. Und das andere, ich habe erkannt, dass diese Wunden, die mir zugeführt wurden in jungen Jahren, dass die meine größten Geschenke sind. Mhm. Und dass die mich haben sehen lassen, was ich zu geben habe, was meine Lebensaufgabe ist, was mein Lebenssinn ist, wieso ich hier bin. Und das war auch zeitgleich mit unserer Erkenntnis, oder wir haben ja über die geistige Welt, über Channelings verschiedene Dinge herausgefunden, und dass es eben Menschen gibt wie vor einem anderen Stern oder anderen Planeten. Und ich habe erkannt, dass eine meiner wichtigsten Aufgaben die ist, Menschen Mut zu machen, an sich selber zu glauben. Und egal wie tief sie gestürzt sind, egal in welcher persönlichen Hölle sie stecken, ich weiß, dass all das sinnvoll war, um sie sehen und spüren zu lassen, weswegen sie hier sind. Und ich weiß, dass ich heute hier bin, um diesen Menschen Mut zu machen und um ihnen zu sagen, es gibt einen Grund, wieso du so sehr gelitten hast. Und wenn du diesen Mut aufbringst, da genauer hinzublicken, wirst du sehen, dass dahinter deine Begabungen, deine Talente stecken. Und so ist es eigentlich das Ganze entstanden. Heute, die ganzen Tools und Techniken, die ich entwickle, sind auch Dinge, die ich für mich nutze. Weil das hört nicht auf. Ja. Das hört mit einer Erkenntnis nicht auf. Man entwickelt sich ja weiter, es entstehen neue Dinge, Wünsche. Da gilt es wieder neu, Mut zu haben, das zu entwickeln und zu schauen, wie geht es. Genau. Und sich immer mehr treu zu sein, das merke ich schon auch. Je mehr man sich treu ist, umso leichter wird es ja letztlich. Aber es erfordert schon immer wieder Mut, den Mut Nein zu sagen. Mhm. Ja. Absolut. Und es ist Training. Mhm.
Ich stelle mir die Erde sehr gerne als ein Trainingscamp vor. Wir sind hier, weil wir trainieren. Camp ist auch schön. Also eben nicht eine harte Schule. Camp ist schon ein bisschen lustiger. Ja, stimmt. Ja. Wir haben auch Spaß zwischendurch. Ja, genau. Wir sind hier, um zu trainieren. Das heißt, wenn du etwas für dich integriert hast, dann hört es da nicht auf. Mhm. Es geht darum, jeden Tag dein Bestes zu geben, jeden Tag zu versuchen, nach diesen Entscheidungen, die du getroffen hast, zu leben und dein Denken und Fühlen auszurichten. Und es hört nicht einfach auf. Und das ist ein blinder Fleck. Das heißt, es gibt Menschen, die gehen zu Seminaren, üben eine Technik oder gehen zu einem Heiler, holen sich irgendeine Therapie und denken, okay, jetzt ist es vorbei. Ach ja, jetzt ist endlich, kann ich mich entspannen, jetzt läuft die Sache. Ja, genau. Ja, ja, ja. Nein, es fängt jetzt genau an. Ja, eigentlich genau schade an. Und langweilig, wenn dann schon alles zu Ende ist. Und, oder absolut. Der Wunsch nach Erleuchtung, endlich, ich möchte so schnell wie möglich erleuchtet sein, dann ist alles gut. Auch Erleuchtete sagen, es geht ständig weiter. Absolut wenn sie richtig. Überhaupt erleuchtet sind. Absolut ja. richtig. Und wir haben Empower Yourself und vor allem auch Transformational Reprogramming entwickelt, weil wir festgestellt haben, dass es sein kann, dass es in uns Teile gibt, die diese Erkenntnis oder Entscheidung nicht akzeptieren. Ah ja. Mhm. Das heißt, es kann sein, dass du auf körperlicher Ebene zum Beispiel sagst, ja, ich möchte abnehmen. Mein Ziel ist es, ich will 10 Kilo leichter wiegen und ich möchte nicht mehr mit diesem Gewicht durchs Leben gehen. Ich möchte mich leichter fühlen. Ich dulde das nicht mehr. Das heißt, du entscheidest dich dafür, jetzt 10 Kilo leichter zu werden. Genau, also der Verstand hat sich entschieden. So. Genau, Körper auch. Vielleicht beginnst du auch, mehr Sport zu machen, dich mehr zu bewegen, in die frische Luft zu gehen, dich anders zu ernähren und so weiter. Aber es passiert nichts. Ja, weil wir nicht nur aus Körper und Kopf bestehen. Es gibt viele verschiedene Ebenen. Ich spreche da gerne auch von der Zellebene oder auch von der energetischen Ebene. Dazu gehören die Meridiane, die Energiepunkte, die Aura und die seelische Ebene. Mhm. Was ist mit diesen Aspekten? Das heißt, TRAP, Transformation Reprogramming oder Empower Yourself, da geht es darum, dass wir versuchen, das System ganzheitlich anzugehen und diese Informationen in alle Systeme hineinzuschleusen. Und ganz wichtig, du hast es ja bestimmt schon mitbekommen, Hypnose ist der absolute Trend im Moment. Ja, ja. Okay. Und wir nutzen auch Elemente aus der Hypnose, sei es in Transformation Reprogramming, auch in Empower Yourself. Aber was ich heute viel, viel wichtiger finde, ist, dass Menschen enthypnotisiert werden. Mhm. Denn wir werden eingeschläfert. A, von der Gesellschaft, von der Kultur, ja. Von den Medien. Von den Medien und auch von uns selber. Mhm. Das heißt, wir reden uns ein, dass in der Vergangenheit dies und das passiert ist, deswegen können wir heute das und das nicht mal machen. Wir reden uns irgendwelche Stories, irgendwelche Geschichten ein und sind eigentlich dadurch Meister der Selbsthypnose. Ja. Also Beziehung ist ja so ein bekanntes Thema, dieses weit verbreitete Schema, Mann und Frau gehören zusammen, muss ich irgendwann heiraten. Das genau. ist so in einem drin, obwohl genau. man denkt, boah, ich bin voll unabhängig und ganz frei und dann entdeckt aber ein Mensch vielleicht eine andere Neigung oder andere Wünsche und sofort ist ein Konflikt da und man versteht es erstmal nicht, bis man da ganz tief geblickt hat. Absolut richtig. Ja, ja, ja. Und es ist wichtig, dass jeder für sich Zeit nimmt für sich. Mhm. Wir kommen nicht drum herum, uns mit uns selber zu konfrontieren. Und dass man gefangen ist, zum Beispiel in den eigenen Geschichten. Ich war es auch. Mhm. Ich war auch in dieser Elendgeschichte gefangen, dass ich die arme kleine Bacher bin, die nicht geliebt wird. Wenn wir uns aus diesen Stories nicht befreien, dann wird nichts passieren. Dann können wir noch so gute Tools und Techniken anwenden. Wir müssen uns von unserer eigenen Story lösen und unsere Lebensgeschichte neu definieren und neu schreiben, so wie wir das wollen. Wir sind Meister der Manifestation und viele Menschen kommen zu mir und sagen, Baha, ich möchte mehr, besser manifestieren. Ich möchte das ganz schnell manifestieren, alle Wünsche manifestieren. Dann sage ich, hey, du kannst es doch schon. Schau dir dein Leben an, schau dir deinen Körper an, schau dir deine Finanzen an, schau dir dein Leben im Gesamten an. Das alles hast du bereits schon manifestiert. Sorry, aber das hast du dir so manifestiert. Ja. Ich weiß, das ist brutal. Und das klingt vielleicht auch böse, wenn ich das sage, aber das meine ich gar nicht so. Du bist da, wo du immer sein wolltest. Das ist so. Ja, ja. Das heißt, wir sind alle schon Meister der Manifestation. Ja. Jetzt geht es darum, so zu manifestieren, dass es für uns stimmig ist, für unser Herz stimmig ist. Und eigentlich ist es ganz einfach. Wir müssen alle unsere Teile davon überzeugen, dass es einen neuen Weg gibt, den wir gehen können. Und zuerst muss ich aber doch wahrscheinlich herausfinden, wo dieser Weg überhaupt
für mich ist, wie der wirklich aussieht. Weil auch da habe ich ja oft Vorstellungen, ich sollte bekannter Fernsehmoderator werden, erst dann bin ich glücklich und so, aber vielleicht ist der Weg ein ganz anderer. Wie kriege ich denn das raus? Ja. Also ganz simpel gefragt. Also ich denke, da gibt es auch wieder zwei Wege, das sich genauer anzuschauen. Der eine Weg ist herauszufinden, wo diese Verletzung liegt. Was ist meine Wunde? Was ist meine größte Angst? Was sind meine Schatten? Denn häufig hört man ja, ja, mach das, was dir am meisten Freude bereitet und alles ist wunderbar. Mhm. Oder geh den Weg, der für dich am stimmigsten, am leichtesten ist, dann wird sich alles wunderbar entwickeln. Ich denke darüber etwas anders. Ich denke, man muss vor allem dort genau hinblicken, wo die größte Angst ist. Was ist meine größte Angst? Wovor fürchte ich mich am meisten? Und was hat mich am meisten bis jetzt verletzt? Dort hineinblicken, tiefer blicken. Denn man sieht dahinter, was das Leben mit einem vorhatte die ganze Zeit. Und warum gewisse Dinge passiert sind. Ja. Absolut richtig. Ich denke, deine Geschichte geht ja auch ein bisschen so in diese Richtung. Und auch Jeffrey zum Beispiel, er ist heute ein Speaker, er steht auf Bühnen. Seine größte Angst war, vor Menschen zu sprechen. Das war seine größte Angst und heute macht aber er eigentlich nichts anderes. Auf der anderen Seite die größte Sehnsucht. Ne? Oft ist er die Angst und Sehnsucht. Genau. Genau. Sitzt übrigens im Publikum. Hi, Jeff. Wir haben einen Zuschauer. Hey. Genau. Ja. Ja, Wahnsinn. Okay, und wie hat sich's verwandelt? Also okay, indem man die Angst sich wirklich eingesteht und sagt, was ist dahinter verborgen? Genau. Warum bist du da? Genau, genau. Also man muss hinter diese Angst blicken oder in diese Wunde hineinblicken. Und das wollen wir nicht, weil wir sagen, es tut weh. Dann wird's ja noch schlimmer. So, Befürchtung. Das stimmt aber nicht. Ja. Es wird schlimmer, wenn wir es in den Keller unseres Unterbewusstseins schieben und es unterdrücken, wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen wollen. Dadurch wird es stärker. Aber wenn wir es nach vorne holen und sagen, okay, ich sehe dich. Ich sehe dich, meine Wunde. Ich sehe dich, meine Verletzung. Und sich dafür öffnet, dann verwandelt sich das alles in Licht. Das klingt jetzt sehr kitschig, aber es ist wirklich so. Die unterdrückten Seiten, die werden stärker, wenn wir sie unterdrücken. Wenn wir sie nach vorne holen und damit konfrontieren, dann können wir wirklich erkennen, dass dahinter was schlummert. Also ich möchte jeden Menschen dazu ermutigen, wirklich da sich mit diesen Ängsten zu konfrontieren, auch hineinzublicken, was tat mir wirklich weh in der Vergangenheit und was kann ich jetzt daraus lernen? Schön. Das ist für mich ein Weg, herauszufinden, was die eigene Berufung oder der eigene Lebenssinn und Lebenszweck ist. Und der andere Weg ist wirklich der, immer wieder sich selber herauszufordern und neu zu definieren. Immer wieder Grenzen übertreten, aber ja, kann man es da nicht übertreiben, sage ich jetzt mal, dass man sich überfordert und dann enttäuscht ist, weil man es nicht geschafft hat? Also es gibt sicherlich Typen, Persönlichkeiten, Menschen, die das in ihrer Natur haben, es zu übertreiben. Aber das ist eher die Seltenheit, so laut meiner Erfahrung. Die meisten Menschen unterschätzen ihre eigene Kraft. Die meisten unterschätzen das, was sie bewirken können. Die meisten unterschätzen ihre körperliche, mentale Kraft, ihre Manifestationskraft. Ich erlebe es wirklich so, dass die meisten Menschen sich klein machen, obwohl sie Riesen sind. Und ich bin mir sicher, dass es Menschen gibt, die in diese Richtung gehen, wie du sie bezeichnet hast. Ich würde mich persönlich auch als einen sehr, sehr extremen Menschen bezeichnen. Also wenn mein Mentor oder Lehrer gesagt hat, okay, Baha, du wirst jetzt 10 Stunden meditieren, dann habe ich 50 Stunden meditiert. Also ich habe es immer übertrieben. Ich wollte immer schneller ans Ziel gelangen wie andere. Für mich war wirklich die Lektion dahinter, dass weniger mehr ist. Aber für die meisten Menschen ist es andersherum. Das heißt, wirklich daran zu glauben, dass du etwas zu geben hast und immer wieder danach zu suchen. Was ich ganz gerne mache, und das ist wirklich auch so das tägliche Training für mich persönlich, aber auch das, was ich meinen Schülern gerne mitgebe, ist, dass man wirklich jeden Tag etwas neu dazulernt. Sich neu definiert, sich für etwas öffnet, was man vorher nicht kannte. Immer wieder diese Dimensionen, diese Grenzen des Bewusstseins versucht zu sprengen. Und nicht zu denken, okay, ja, das habe ich jetzt schon gemacht und jetzt kann ich ja mal einen Tag Pause machen.
der Sonntag ist für mich der Vollgastag. Und das könnte man zum Beispiel auch einführen. Weil meistens ist es ja so, am Sonntag ruhen wir, erholen wir uns. Nein, wieso? Nutz doch den Sonntag für deine persönliche Entwicklung. Mach etwas. Mach etwas, was, wovor du vielleicht sogar Angst hast. Geh über deine Grenzen. Diese zwei Wege können diesen, ich sage jetzt mal, diesen Lichttunnel öffnen, der immer mehr zu deiner Berufung führt. Cool, schön. Sehr konkret, sehr hilfreich. Und was auch ganz spannend ist, es kann sein, dass du diesen Lichttunnel für dich eröffnest und du hast das Gefühl, ja, ich sehe, was da ist. Und ich bin, ich laufe da hinzu. Mhm. Ich sehe, wo mein Weg hinführt. Interessanterweise, je mehr du an dieses Ziel, an deine Berufung herankommst, umso mehr wird es sich von dir entfernen. Mhm. Weil das ist nicht das Ziel des Lebens, dass wir ankommen. Mhm. Und das entdecke ich auch in meiner Arbeit und in meiner Tätigkeit. Im Flow sein, Mut haben, weiterzugehen. Genau. Und Und es hilft uns ja auch, die Erwartung loszulassen, dass dann alles glücklich sein wird, wenn, sondern jetzt im Gegenteil glücklich werden. Absolut. Der Weg ist das Ziel. Ja, wir hören es so oft, aber es ist wirklich so. Ich hatte, das merke ich ehrlich gesagt auch immer mehr. Ich hatte im Laufe meines Lebens hatte ich immer wieder Wünsche, Ziele, Visionen, was ich erreichen möchte. Und wenn ich dann dort war, habe ich gemerkt, okay, ich möchte aber noch einen Schritt weitergehen. Das ist gar nicht das, was mich wirklich erfüllt. Und es gibt Ziele und dann gibt es Erfüllungen. Mhm. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Es gibt so viele Menschen, die ihre Kopfziele, ihre Verstandsziele erreicht haben und die unglücklichsten Menschen sind auf Erden. Hat sich gar nicht viel verändert. Genau. Das heißt, Erfüllung ist wie eine Kunst. Es ist eine hohe Wissenschaft. Und Erfüllung, ich mag auch das Wort Lebenskunst deswegen so gern. Ja. Absolut richtig. Mhm. Und jeder muss es für sich entdecken. Was mich erfüllt, erfüllt dich nicht und vice versa. Das heißt, Ziele sind leicht zu erreichen. Du musst gewisse Strategien einhalten, du musst dies und das machen, dann hast du dein Ziel erreicht. Aber wie sieht es aus mit deiner Erfüllung? Also ich denke, diese zwei Ebenen sind noch ganz wichtig, die immer wieder im Hinterkopf zu behalten. Mhm. Vielen Dank, sehr spannend. Gerne. Jetzt, was mich noch sehr interessieren würde, ihr beide, du und Jeff, hi Jeff. Wir müssen jetzt gleich nach vorne holen. ihr gebt Seminare und zwar mittlerweile vor Hunderten von Leuten. Und das finde ich spannend, wollte es aber noch mal hinterfragen. Jetzt könnte ja sein, das sind ganz viele Leute, die sind im gemeinsamen Hype und dann nach zwei Tagen ist wieder alles zu Ende und es hat sich wenig verändert. Mhm. Das heißt, kann sich tatsächlich in so einem Gemeinschaftserlebnis auch für den einzelnen Menschen etwas verändern? Mhm. Kann da wirklich was passieren? Mhm. Und was unterscheidet das eben auch vielleicht von so einem Einzelseminar? Mhm. Das hat mich immer schon interessiert. Ja, ist eine super Frage und endlich habe ich jetzt hier die Gelegenheit, darauf irgendwas zu antworten. Also es ist so. Ich glaube, dass wir spirituell gesehen die komplette Menschheit in einer gewissen Evolution sind. Und es war so, früher war es so, und wenn ich jetzt früher sage, ich möchte es eigentlich zeitlich nicht so eingrenzen, aber ich sage mal, vor ungefähr 10 Jahren ging es wirklich darum, individuell zu arbeiten. Ah ja. Mhm. Es ging darum, in kleineren Gruppen zu arbeiten. Weil ich glaube, dass vor ungefähr 10 Jahren es auf der Erde Schlüsselpersonen gab. Das heißt, wenn man in diesen Schlüsselpersonen was bewegt hat, haben die wiederum etwas in anderen bewegt. Heute leben wir spirituell gesehen in einer komplett anderen Ära. Jeder hat etwas zu geben, jeder hat etwas zu sagen. Und der Beweis dafür ist das Internet. Mhm. Ja. Sind die Social Media. Ist ja unglaublich, was da passiert. Genau, jeder ist wichtig, jede Meinung ist wichtig. Und heute geht es darum, vor allem wenn wir spirituelle Themen für uns selber entwickeln, transformieren wollen, diese Kraft vom Team zu nutzen, von der Gruppe zu nutzen. Und du kannst es dir nicht vorstellen, Thomas, und ich wünsche mir, dass du irgendwann mal zu einem von diesen Events kommst. Ich glaube, das würde mich auch sehr freuen. Diese Energie, die entsteht in diesen Räumen, die kann Auslöser sein für so viele innere Prozesse. Und es kann das so enorm beschleunigen. Wir haben die krassesten Feedbacks von Menschen, die zu uns kommen in diesen großen Veranstaltungen, die nur 1 bis 2 Tage gehen. Mhm. Was sich da
alles verändert. Ich kriege jetzt Gänsehaut, toll, wenn ich also darüber spreche. Längerfristig. Das absolut, ist ja immer so die entscheidende genau, Frage. Absolut. Also, ja, dass sie auf einmal beginnen, sich komplett anders zu ernähren, mit dem Rauchen aufhören, dass sie ihre Beziehung sich auf einmal komplett verändert, dass das ganze Umfeld sich verändert. Das hört nicht auf. Und diese Menschen schreiben uns an, weil sie selber so sehr begeistert davon sind. Und das Interessante ist, viele, die zu diesen Veranstaltungen kommen, also vor allem Empower Yourself, das sind Menschen, die haben gar keine so hohen Erwartungen. Mhm. Weil sie denken sich, ich würde das Gleiche denken, wenn ich zu so einer großen Veranstaltung gehe. Ja, ist ja so eine große Veranstaltung. Genau. Da geht es nicht unbedingt um mich. Da kann ich auch ein bisschen untertauchen. Mhm. Vielleicht kann ich mich auch zurückziehen, wenn ich nicht will. Das heißt, die haben keinerlei Erwartungen an sich selber und auch nicht an uns. Und das eröffnet einen Raum, wo sich so viel entfalten und entwickeln kann. Das heißt, die Menschen kommen. Ich bin nicht angespannt in der Einzelberatung, da muss ich jetzt, ich habe auch mal Geld gezahlt, sondern ich gehe mal hin, gucke mir das an. Genau. Bin entspannter. Genau. Und früher habe ich ja das allererste Empower Yourself Seminar hat im Dachgeschoss von meiner Mutter stattgefunden. Wirklich? Jeffrey weiß es noch. Mit 10 Teilnehmern. Ja. Das war so lustig. Und damals mit diesen 10 Teilnehmern haben sich noch nicht so viele Dinge verändert. Mhm. Die Energy konnten wir gar nicht so hochbringen wie bei diesen größeren Veranstaltungen. Und es passiert so viel und wir können so viel bewirken. Ich denke wirklich, dass wir heute in einer spirituellen Ära leben, wo jeder wichtig ist und wo wir wirklich daran glauben müssen, dass wir als Team, als Menschheit im Ganzen was machen können, was verändern können. Das ist schon spannend, weil also ich kann mir auch vorstellen, der Einzelne, also es gibt ja viele Menschen auf ihrem spirituellen Weg, die fühlen sich sehr einsam und entdecken erstmal, oh Gott, ich bin ja zum Glück gar nicht der Einzige, der Probleme hat, aber auch nicht der Einzige, der doch weiter will. Also, und auch der Gedanke, ja, dass es globaler sich mehr verbreitet, ist natürlich auch, würdest du wirklich sagen, das ist so? Weil, also ich meine, es gab ja auch vor 30 Jahren schon spirituelle Veranstaltungen, wo gesagt wird, ja, jetzt der spirituelle Geist erobert die Menschheit und es ist doch nicht so viel eigentlich passiert. Und trotzdem, wie du sagst, Internet, es hat sich schon verändert. Diese gleiche Frage hat mir vor 2 Tagen eine Kursteilnehmerin gestellt. Also sie hat gesagt, du Bahar, denkst du wirklich, dass wir irgendwas bewirken können? Wir reden ja alle von dieser spirituellen Erwachung und so weiter. Ich habe das Gefühl, ich sehe das nirgendwo. Ich habe das Gefühl, da passiert nichts. Wir wissen nicht, wie es auf der Erde aussehen würde im Moment, wenn es diese spirituelle Bewegung nicht gäbe. Wir wissen es nicht. Es kann sein, dass wir die Waage halten. Es kann sein, dass wir extrem viel bewirken, was man vielleicht nicht mit dem Auge sehen kann, aber was da ist und was man nicht leugnen kann. Und daran glaube ich. Ich glaube, dass wir wirklich etwas bewegen können. Und wir machen und zwar jeder das. Einzelne. Nicht jeder nur Einzelne. Nicht nur wir super Medien-Hype, spirituelle Leute, sondern jeder an seinem Platz, Einzelne. Auf seine Art. Genau. Und es geht wirklich darum, wir haben vielleicht keine laute Stimme. Wir haben vielleicht auch keine Präsenz im Fernsehen oder in den großen Medien. Aber vielleicht brauchen wir das gar nicht. Vielleicht ist unsere Liebe, unser Herz so laut, so stark, dass wir dennoch was verändern können für diese Erde. Und deswegen werde ich nie aufhören, diese Arbeit zu machen. Weil, glaub mir, Thomas, ich habe so viele Momente, wo ich mir denke, ach komm, ich mache jetzt diesen nicht mehr weiter. Habe ich mir auch schon hier und da mal gedacht. Ist doch klar, es ist ja einfach viel Arbeit. Es ist viel Arbeit und es ist so, der Gegenwind ist so stark. Ja. Aber Gegenwind spürt man ja nur dann, wenn man sehr schnell läuft. Genau. Dann spüre ich. Deswegen, der Gegenwind ist klar und der ist auch da. Und ich lasse es bei dem nochmal bleiben, weil das ist so ein lustiges Beispiel, auch wenn ich schwimme. Ich meine, ich schwimme schnell, ich ärgere mich ja nicht. Das blöde Wasser, was mir da entgegenkommt. Nee, das ist natürlich ganz normal. Genau. Aber das Schwimmen macht ja Freude. Da, Genau. Das ist ein ganz, ganz schöner und wichtiger Punkt. Ja. Das heißt, wenn Menschen beginnen, auch ihre Wahrheit immer mehr zu sprechen, auch immer mehr zu ihrer eigenen Spiritualität zu stehen. Es werden Menschen da sein, die sagen werden, völliger Humbug, was ist das für ein Krampf? Die wird es geben. Ja. Die Frage ist, was machst du damit? Lässt du dich von deinem Weg abbringen? Lässt du dich aus deiner Mitte bringen? Oder sagst du, okay, das ist deine Meinung, das ist völlig okay für mich, ich gehe meinen Weg. Das ist dein Weg, das ist mein Weg.
Und ich dachte auch früher, ich muss jeden überzeugen und ich muss jeden mit ins Boot nehmen. Das mache ich gar nicht mehr. Ich bin die Person, die ich bin. Mhm. Ich gebe mein Bestes, mehr kann ich nicht geben. That's it, ja. Und am Ende des Tages zählt das Einzige. Es zählt, wenn du im Bett liegst und kurz bevor du die Augen schließt, musst du dich gut fühlen. Du musst das Gefühl haben, ich habe heute mein Bestes gegeben. Und das Beste variiert aber von Tag zu Tag. Ja, ich darf auch mein Bestes geben, indem ich erkenne, ich brauche heute einen Tag Ruhe. Das genau. ist das Beste, dass ich mir diese Ruhe genau. geschenkt habe und im Äußeren nichts genau. getan hat, habe. Genau. Ja, absolut ja, richtig. Ja, ja. Wir verstehen uns. Cool. Wunderbar. Ich danke dir sehr. Sehr ermutigend. Empower Yourself, ein super Name. Also Leute, Empower Yourself. Ja, seid dabei. Ich danke dir. Alles Gute dir Dank, und euch Thomas. Beiden. Und vielleicht sehen wir uns bald wieder. Würde mich freuen. War mir eine Riesenfreude. Dankeschön. Alles Gute. Vielen Dank Alles Gute auch euch. Und okay, nur Mut. Folgt eurem Herzen. Alles Gute.